Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Und so, wir wollen eigentlich Klassenquest machen, haben aber mehr Bock auf Story. Ja. Ich muss gerade mal gucken, bei wie vielen wir hier im 10er. Okay, das ist 20. Level 20 beim Bogen geht noch. Okay, Druide hat noch gar keine neue. Ja gut, Taumaturg hat, glaube ich, Level 5. Nee, auch Level 10. Okay. Hermetika. Oh, den Hermetika müsste ich machen. Okay, dann machen wir mit dem Hermetika mal die Klassenquests. Bei Level 10 und wir sind schon 20. Das sollten wir unbedingt machen. Das sollten wir unbedingt machen. Ich glaube, das endet uns nicht gut. Also ich gucke immer, wenn es jetzt nicht zu weit entfernt ist von der von der Stufe, wo wir gerade sind, dann ignorieren wir das erstmal. Aber sonst. Okay, also Herr Mittag, Taumaturg war auch noch nicht. Schurke hat auch noch keine Klassenquests. Pikenia ist bei 20 und bei 20, okay. Faustkämpfer bei 5 und ist 9. Das geht auch noch. Also Marodeur ist ja egal und das auch. Okay, wir müssen nur den Hermetiker machen. Ist ja kein Problem, dann machen wir den schnell. Dann haben wir schnell die Hermetika-Quests. Haben wir doch schon so viel hier. Naja. Den Hermetika habe ich dann wohl etwas schleifen lassen. Da ich den aber gern weiterspielen möchte. Müssen wir das erstmal machen. Jo, ja. Hallo Ash, du siehst so frisch und erholt aus. Normalerweise erkennt man einen fleißigen Hermetiker an seiner blassen Haut und den Augenringen. Lernst du auch genug? Zeig doch mal, was Clea dir beigebracht hat. Wenn du ihr gut zugehört und deine Aufgaben gemacht hast, sollte dieser kleine Auftrag ein Klacks für dich sein. Geh ins westliche Lernoskier und erledige 3 Röslinge und 3 Schakale. Aber du darfst sie nicht einfach erschlagen. Benutze Bio zusammen mit einem anderen Zauber, um die Wirkung von Spruchkombinationen im Kampf zu studieren. Denn mit effektiven Kombinationen hast du den Kampf im Handumdrehen gewonnen. Viel Erfolg! So. Ins westliche. Silberturm-Siedlung. So. Gott, lang, lang ist her, ne? Lang, lang ist her, dass wir hier waren. Okay, also mit Bio. Ja, ich habe ja auch noch sowas wie ein Familiar, ne? Hm? Aber eigentlich möchte ich mich halt so bald wie möglich ranhalten. Denn bald können wir reiten, wenn wir so weitermachen.
So, und wieder zurück. Zurück zur Hermetiker-Gilde. Oh, mein kleines Karfunkel. Karfunkel, Karfunkel. Du mächtiges Karfunkel. So. Hermetiker-Gilde. Und wo jetzt hin? Hier. Willkommen zurück, Ash. Du siehst ziemlich geschafft aus, wie eine fleißige Hermetik-Schülerin auch aussehen sollte. Du solltest also keine Probleme mit dem Bio-Zauber. Gut, dann mach dich schnell wieder auf den Weg. Clea wartet bereits auf dich. Sie sagt, dass sie Hilfe bei einer Wareninspektion braucht. Aber ich wette, sie hat sich wieder eine wertvolle Lektion für dich ausgedacht. Hör dir gut an, was sie dir zu sagen hat. Ah, okay, ist hier unten. Ja. Ist diesen Weg hier runter. Ich habe schon auf dich gewartet. Verlieren wir keine Zeit. Heute haben wir es mit einer Goblin-Karawane zu tun. Den Brodelsocken. Wir vermuten, dass die Karawane mit verbotenen Gütern handelt. Mit Schmugglern ist nicht zu spaßen. Die Chance, dass sich bei einer Inspektion gewalttätig werden, beträgt im Durchschnitt 71,17%. Okay. Ich habe bereits anhand aller taktischen Parameter einen Schlachtplan entwickelt. Zuerst muss ich dir ein wichtiges strategisches Detail mitteilen. Auf Schlachtpläne verstehe ich mich, aber das Kämpfen selbst überlasse ich lieber den Spezialisten. Bedenke das, wenn du deine eigene Taktik planst. Wechsle sofort zu Angriffsmuster 1, 3, 4, 5, wenn es zu einer Kampfsituation kommt, auch bekannt als konzentrierter Beschuss. Wenn du deine Feuerkraft mit der des Smaragd-Karfunkels kombinierst, ist die Feindmoral im Nu gebrochen und Siegeschancen steigen auf 94,94%. Die Karawane macht momentan im zentralen Land aus Gearast. Genauer gesagt in der Nähe des Kochkessels. Das ist unsere Gelegenheit. Wir sollten sofort aufbrechen. Juhu. Aufbruch! Wie gesagt, wir haben heute einiges vor. Noch. Wobei ich auch nicht zu lange aufnehme. Ich will nachher auch noch mich gemütlich hinsetzen und Musik hören. Warte mal. Zentrale Floskea, kann ich doch auch hier mit reisen. Damit ich heute noch einmal auf den Putz hauen kann. Morgen muss ich dann wirklich eher aufstehen. Muss ich dann echt mal hinkriegen. Okay. Wir müssen ja auch noch die ganzen kleinen Nebenquests abarbeiten. Das dürfen wir alles nicht vergessen. Die ganzen kleinen Nebenquests. Aber die können wir dann auch mit dem Thaumaturg oder Faustkämpfer machen. Oder mit einem Gladiator. Marodeur. Entschuldigung, nicht Gladiator. Weil die ja etwas zurückbleiben werden. Deswegen passt das schon. Ich kann ich eigentlich auch hier, oder? Nee, macht mehr Sinn, wenn ich hier rumgehe. Glaube ich. Da vorne ist es. Ah, ich weiß noch, wie wir hier angefangen haben. Vor 52 Parts. 53. Whatever.
Einen schönen guten Abend, meine Herren Händler. Mein Name ist Clitia, Inspektorin der Milvana Zollbehörde. Sie haben bestimmt nichts gegen eine spontane Überprüfung Ihrer Waren, nicht wahr? Also dann, weg da von den Karren. Wir Prüfungen hassen! Das macht uns wütend! Ihr wartet, hier gehöre ich nicht freiwillig. Nehmen Sie unter konzentrierten Beschuss. So. Huch. Also, Schaden machen sie uns jetzt nicht mehr großartig. Und es kommen noch mehr. Also hat sie uns jetzt allein gelassen? Ja, scheinbar. Und wir sollten fertig sein. Ja. Hervorragende Strategie. Du hast das Geschehen fest im Griff. Wie der verehrte Gildenmeister. Ein fähiger Stratege passt seine Taktik dem Können seiner Truppe an. Deswegen ist es wichtig, seine kämpfenden Männer und Frauen bestens zu kennen. Den schwachen Kriegern stellt man Starke zur Seite. So können sie etwas lernen, sie etwas beschützen. Sie werden beschützt und außerdem motiviert, ihr Bestes zu geben. Aus diesem Grund möchte ich dir jetzt das fragen. Welche Rolle wäre deiner Meinung nach für dich in diesem Stadium deiner Ausbildung am besten? Bist du bereit, schwache Krieger zur Seite zu stehen oder möchtest du an der Seite starker Kämpfe etwas lernen? Von starken Kämpfern lernen. Dachte ich es mir doch. Die gleiche Antwort, die der Gildenmeister gab. Lass mich deine Aussicht, es als Hermeterin zu etwas zu bringen, korrigieren. Multipliziert mit dem erdelementaren Geotanten macht das 97,97%. Hellebarden und Zauberstäbe sind mächtig, aber ohne eine gründliche etherologische Berechnung kann kein Stratege zum Erfolg führen. Die Zahlen stehen indes nicht nur in den Büchern, sondern kommen zu dir im Kampf oder bei der Naturbeobachtung zum Beispiel. Gut, für heute hast du genug gelernt. Kehre zur Gilde zurück und erstatte Bericht. Ich werde hier noch etwas verweilen, bis die Gelbjacke aufkreuzt und mir ein neues Angriffsmuster zurechtlegen. Okay. Also, aber unteres Landesgier. Okay. War das auch schon mal fertig? Einmal abgeben. Wie ist die Inspektion verlaufen, Ash? Hat Clea dir etwas beigebracht? Ja, so ein bisschen, ne? Ah ja, sich selbst ist Punkt. Man sollte vielleicht lesen. Sich selbst zu kennen ist unentbehrlich für jede erfolgsversprechende Taktik. Stoff für die mittleren Semester. Du machst schnelle Fortschritte. Fremde zu beurteilen
bereitet uns keine Schwierigkeiten, aber die eigenen Stärken und Schwächen sind schwer zu erkennen. Deswegen gehört viel Übung dazu, diese Lehre in die Tat umzusetzen. Du wirst nun auf immer wichtigere Missionen geschickt werden. Bereite dich gut vor, damit du dich in jeder Situation richtig entscheiden kannst. Mal gucken, ob das wirklich was bringt. Nö. Ach ja, aber wir werden die Kapuze tragen. Okay. Hallo Ash, bekommst du auch genug Schlaf? Das Studium kann einen ganz schönen Beschlag nehmen. Clea möchte, dass du sie auf eine weitere Inspektion für die Zollbehörde begleitest. Sie erwartet dich unten in der Trainingshalle. Hast du auch fleißig gelernt in letzter Zeit? Manchmal soll sie ihr unangekündigt einen Test machen. So. Aber wie es aussieht, kriegen wir jetzt für die Quest ein neues Familiar. Ein Grund mehr, warum ich das jetzt hier machen möchte. Da bist du ja. Ich habe über Nacht den Warenverkehr der letzten Monate analysiert und eine 88,88%ige Wahrscheinlichkeit berechnet, dass Handelsschiffe aus Gredania, die gerade eben angelegt hat, nicht deklarierte Ware an Bord hat. Die Schmuggler werden dreister und dreister. Obwohl alle Schiffe, die in Limsa-Luminsas Häfen anlegen, einer Inspektion unterzogen werden, versuchen sie immer wieder, sich durch Tricksereien, Bestechung oder grobe Gewalt Zugang zu verschaffen. Genauer gesagt besteht für dieses Schmugglerschiff eine 75,01%ige Chance, dass zu einer gewaltsamen Behinderung der Inspektion kommt. Deswegen möchte ich, dass du mich begleitest. Ich habe mir natürlich auch einen Einsatzplan zurechtgelegt, aber er erfordert die Kontrolle eines Topaska-Funkels. Hast du die Grundzüge der Beschwörung auch verinnerlicht? Muss mir ganz sicher sein. Deswegen machen wir jetzt einen unangekündigten Test. Wenn du ihn bestehst, werde ich dir gestatten, dass Typegrim, wie auch immer, dir beibringt, wie man einen Topaska-Funkel beschwört. Hier, nun, die Testfrage. Wie groß ist der Wunderwinkel des Kurioso-Quadrats in einem Beschwörungsethagramm? Natürlich größer. Hervorragend. Natürlich ist er größer. Klar, dann macht ja gar keinen Sinn. Hihi. In der Beschwörungsethagramm sind die schützenden Kräfte des Pass-Edelsteins präzise durch magisch-mathematische Formeln und Formeln ausgedrückt. Mit dem Topaska-Funke an deiner Seite wirst du selbst in den heftigsten Kämpfen den Schaden auf ein Minimum begrenzen können. Genau das Richtige für die gefährliche Inspektion eines Schmugglerschiffs. Geh zu Dedede und lass dir erklären, wie man das Karfunke herbeiruft. Ich falle nur noch an dem Einsatzplan und treffe dich später. Gut, das ging aber schnell. Ein Topaska-Funkel. Du hast den Test also bestanden? Ich hatte natürlich keine Zweifel. Clias Inspektion wird eine gute Gelegenheit sein, das Karfunkel beherrschen zu lernen. Also, um einen Topaska-Funkel zu beschwören, gibst du einfach nur die Quest ab. Und wir können jetzt das Familiar 2 beschwören. Okay. Jetzt haben wir auch einen Topaska-Funkel. Und können gleich die Quest hier wieder annehmen. Die Söldner, die dich auf der nächsten Inspektion begleiten, sind eingetroffen. Gelsfrin und Itestota. Beide haben in der Vergangenheit Clea und auf Inspektion begleitet. Ashkoran, es freut mich, dich kennenzulernen. Wir werden ein gutes Team abgeben, da bin ich mir sicher. Wir haben schon so manchen Ärger bei den Inspektionen erlebt. Verlass dich ganz auf uns.
Die Morgenstern wird bald in Bierhafen einlaufen. Sie zu betreten dürfte nicht so einfach sein. Die Schmuggler bezahlen in der Regel Schläger, die am Pier herumlungern, um ihre Schiffe zu schützen. Ich habe eine Wahrscheinlichkeit von 98,98% errechnet, dass dies auch für den Morgenstern der Fall sein wird. Ihr werdet auch euch einer Übermacht gegenüberstellen. In so einem Fall empfehle ich, die Gegner einer nach dem anderen zu Fall zu bringen. Die sogenannte Domino-Taktik. Erinnerst du dich daran, was ich dir beigebracht habe? Deine Taktik dient dazu, deine Wünsche zu verwirklichen. Also dann, wir treffen uns im Bierhafen. Juhu, also Bierhafen. Gott sei Dank waren wir da bereits. Wie gesagt, ich hatte ja gar kein Problem mit hier von A nach B nach C zu reisen. Bringt uns ja auch voran. Da sind sie. Dann wollen wir die Aktion mal anrollen, Edge. Sag dem Fehlkapitän am Kai Bescheid, dass wir hier sind. Vergiss nicht, wenn es Probleme gibt, wenden wir die Domino-Taktik an. Okay. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir bald reiten können. Würde uns so viel Arbeit ersparen. Du bist von der Zollbehörde, nicht wahr? Es riecht ziemlich nach Ärger hier. So. Ja. Danke. Du hast sie erledigt. Schnell zum Interboot, bevor noch mehr Schläger auftauchen. Okay. Der Pascal Funke ist süß. Mega. Süß. Gut gemacht, Ash. Schnelle Entscheidung, perfekte Ausführung. Es ist, als würde man mit dem Gilmaster zuschauen. Es läuft wie am Schnürchen. Dank dir sind wir schneller vorangekommen, als ich berechnet hatte. Erstaunlich. Seht du, da ist die Morgenstern. Wappnet euch, die Matrosen werden uns in ein Handgemenge verwickeln. Dabei haben sie nur eins im Sinn: Zeit gewinnen, um die Schmuggelware über Bord zu werfen. Aber wir sind hier, um uns mit den Matrosen zu prügeln. Wir wollen in den Frachtraum. Also müssen wir die feindlichen Linien so schnell wie möglich durchbrechen. Das ist eine Blitzattacke am effektivsten. Wie ein Keil stoßen wir durch die Matrosen und dringen im Handumdrehen in den Frachtraum vor.
Das ist ein gefährliches Vorgehen, aber wir haben hier die unbesiegbare Ash Curran auf unserer Seite. Auf geht's! Einen schönen guten Abend, meine Herren Seefahrer. Ich bin Hauptzollinspektorin Clea von der Milvaner Zollbehörde. Ich und meine Hilfsinspektoren betreten das Handelsschiff Morgenstern zwecks einer spontanen Überprüfung ihrer Waren. Herzlich willkommen an Bord. Natürlich haben wir nichts gegen eine Inspektion, aber ausgerechnet heute klemmt die Tür zum Frachtraum. Ich schlage vor, die Inspektion ausfallen zu lassen. Der Vorschlag ist abgelehnt. Jedes Schiff, das in Limsa-Lominsa anlegt, wird von der Zollbehörde inspiziert. Wenn das so ist, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als die leblosen Körper der werten Inspektoren nach einem tragischen Seeunfall davontreiben zu sehen. Nächste. So, dann ist er jetzt als nächstes dran. Und ich glaube, wir haben's. Juhu, wir haben's. Hoffe ich.
Gut gemacht, Ash. Schreiten wir jetzt zur Inspektion. Wer wird denn da ohne anzuklopfen meinen Frachtraum betreten wollen? Sieh an, das Schoßhündchen von Admiral Meckerwip. Meckerweib. Schlechte Manieren wie ihr Frauchen. Du? Ja, ich. Erstaunlich, wo man sich so wieder trifft. Was machst du hier? Du wurdest doch verbannt. Clea, es ist alles in Ordnung. Wir sind bei dir. Bleib weg von mir. Beruhig dich doch. Es ist denn in dich gefahren? Wen wundert schon, wenn ein Schoßhündchen kläfft und zittert? Aber es will ja nur spielen. Hier. Hol das Stückchen. Es wird Zeit, dich richtig abzurichten. Und diesmal bin ich nicht so ein liebes Härchen wie damals. Sie hat das Bewusstsein verloren. Wir müssen die Inspektion abbrechen. Ziehen wir uns zurück. Wir kümmern uns um Clea. Ashcorn, schaffst du es, allein zurückzugehen? Krieg zurück und leckt Admiral Meckerweib die Schuhe, Schoßhündchen. Okay. So, und da sind wir auch schon wieder. Das sieht aber schön aus. Aber das ist bestimmt gefärbt. Das da. Okay. So. Das ist bestimmt gefärbt. So eine schöne Farbe kannst du diese ekelhaften Kutten nicht geben. Du bist zurück. Wo sind die anderen? Was? Die Inspektion war ein Fehlschlag? Clea ohnmächtig? Deine Beschreibung nach handelt es sich um den Piratenkapitän Dysmaga. Er ist ein besonders übler Vertreter seiner Zunft und wurde aus Limsalumensa verbannt. Wie kann er es nur wagen, sich an Clea zu vergreifen? Hätte ich gewusst, dass er seine Hände im Spiel hat, hätte ich sie niemals losgeschickt. Clea wird sich eine Weile ausruhen müssen, um sich von dem Schock zu erholen. Dysmaga und sie haben schon in der Vergangenheit miteinander zu tun gehabt. Es ist einfach vorgefallen, über das sie nicht sprechen kann. Im Augenblick können wir nichts für Clea tun. Konzentriere dich auf dein Studium, um dich abzulenken. Wenn sie wieder bei Kräften ist, lass ich es dich sofort wissen. Okay. Tolle Sachen haben wir hier nicht, also nehmen wir das da. So, sehr schön. Aber ein besseres Buch haben wir. So, das können wir jetzt halt auch nehmen, aber das machen wir jetzt nicht. Machen wir dann als nächstes. So, ich reise jetzt noch schnell hier nach Camp Knochenbleich und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal. Ciao!